Hallo, so, jetzt ist es wieder soweit, Schrauberzeit. Wir haben den 12. März. Draußen scheint die Sonne. Das ist nun schon eine ganze Weile her. Im Herbst irgendwann, dass ich die Honda auseinandergenommen habe. Die will ich jetzt langsam mal wieder zusammenbauen. Denn dann ist größere Wartung bei der C4 dran. Was da genau gemacht wird, sage ich dann zu gegebener Zeit. Ja, eine Kleinigkeit muss ich an der C4 machen. Das wäre nämlich heute fast schief gegangen und ich wäre nicht nach Bautzen gekommen hier zum Schrauben. Denn beim Kupplung ziehen ist immer ausgegangen. Seitenständerschalter. Der ist wahnsinnig schwergängig. Den muss ich mal ein bisschen gängig machen noch. Nach der Luft muss ich noch gucken. Genau, das sind erstmal so die kleinen Sachen, die ich noch an der C4 machen will. Und dann kommt die Honda auf die Bühne. Ja, der Seitenständerschalter. Der Seitenständerschalter geht nur schwer wieder raus. Ja, die Manschette bröselt hier auseinander. Da muss ich mir mal irgendwie was Neues besorgen. Fast 30 Jahre, naja gut. Da kann die Manschette schon mal brüchig werden. Ja, ich versuch's mal mit dem Kettenreiniger. Naja, geht auf jeden Fall schon besser. Lass mal es mal ein bisschen wirken, absprühen, dann mache ich noch ein bisschen WD-40 rein und dann sollte das gehen. Die Honda steht jetzt auf der Bühne und einiges muss gemacht werden. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Also, was wollen wir überhaupt machen? Einmal ist hier die Nase, die ich irgendwie ankleben muss. Ich muss die Verkleidung abmachen. Um die Verkleidung abzumachen, muss ich den Gepäckträger abmachen. Und das ist ziemlich beschissen. Das sieht zwar einfach aus, dass der hier bloß angeschraubt ist, aber ich muss den komplett zerlegen. Das nächste ist der Vergaser. Den habe ich ja letztes Jahr ausgebaut. Ich denke, ich werde mal reingucken, wie er aussieht. Vielleicht mal ein bisschen mit Vergaserreiniger durchspülen. Mal gucken. Dann die Vergaser-Ansaugstutzen. Da sage ich dann was dazu. Da wollte ich ja auch was neu machen. Eine Kleinigkeit ist die Steckdose. Die ist hier gebrochen. Sieht man das? Da muss ich irgendwas basteln. Wird irgendeine Metallrohrschelle oder was werden. Genau. Ja, Ölwechsel kommt natürlich auch noch. Ölfilter, Luftfilter, ja, Bremsflüssigkeit. Muss ich mal in meine Liste gucken, was da an Servicearbeiten alles ist. So, ich fange doch mit dem Vergaser an. Auf das Gepäckträger abbauen habe ich jetzt keine Lust. Ich werde mal die Schwimmerkammern abnehmen. Gucken, wie es darunter aussieht. Die Nadel vielleicht mal angucken. Ja, ich will den Aufwand in Grenzen halten. Mal gucken, ob die Dichtungen dann wieder drauf passen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich neue da habe. Machen wir gleich sehen. Ach, ist aber schwer. Oh, wieso gehen denn die Schrauben so schwer raus? Die Schrauben gehen deswegen so schwer raus, weil ich beim letzten Mal Schraubensicherung genommen habe. Ich hatte nämlich schon mal eine Schraube verloren von dem Vergaser. Das ist uncool. Sieht ja nicht gut aus. Nicht abgesetzt. Die Dichtung ist schön drinnen, die lassen wir auch mal drinnen. Die quillt dann wieder auf, wenn Benzin reinkommt. Da mache ich jetzt erstmal nichts dran. Eine 7.
So, das Mischrohr. Sieht gut aus. Durchgängig. Auch die Nadel sieht gut aus. Ich will jetzt nicht hier unnötig alles auseinandernehmen. Da, Schwimmernadel. Schwimmernadelventil sieht auch gut aus. Da mache ich jetzt hier nichts dran. Ist ja gelaufen. Da kann ich schon mal das erste Schneideisen benutzen, um die Schrauben sauber zu machen. Das ist doch mal was. Geht gut. Hat super geklappt. Mit dem Windeisen. Die eine ist sauber, die andere ist noch voller Schraubensicherungsmittel. So, ich mache wieder einen Klecks Schraubensicherung drauf. Wirklich bloß einen kleinen Klecks. An die Düsen immer vorsichtig rangehen. Das ist Messing, das geht ruckzuck kaputt. Immer schön sachte. Ich habe die schon mal locker gedreht. Genau, das Mischrohr. Hier kommt dann die Nadel rein von der anderen Seite. Und dann gucken wir einfach mal, wie man sieht, wunderbar durchgängig. Auch die anderen Löcher wieder rein und wirklich mit dem Schlüssel nur sachte handfest. Das Messing ist schnell kaputt. So, die Schwimmerkammern waren in Ordnung. Jetzt gucken wir bloß noch mal der Vollständigkeit halber, wie die Membranen aussehen, ob die keine Risse haben, die Nadeln. Und dann ist das mit dem Vergaser eigentlich fertig. Also ich baue den natürlich nie auseinander. Also die einzelnen Vergaser teilen, das bringt überhaupt nichts. Das wird bloß sinnlos undicht. Da ist jetzt auch nicht zu sehen, dass da irgendwie irgendwelche Schwierigkeiten sind. Beim ersten Vergaser sieht alles super aus, die Membran mischt kaputt, alles einwandfrei. Ja, leichte Schleifspuren, aber
Im Gegensatz zu meinem C4-Vergaser ist das gar nicht. Da sind die Schieber richtig abgeschliffen. Aber hier ist alles perfekt. Darauf achten, dass die Membran hier in diese Nut reinkommt wieder. Damit man es nicht falsch einbauen kann. Auch der Deckel hat hier eine Nut an der einen Seite und die Seite kommt dann genau hier drauf. Nichts weiter zu sehen. Ich mache jetzt mit den anderen Vergasern weiter. Ich denke, da ist auch nichts zu sehen. Wenn, dann würde ich es mal zeigen. Ja, also wie zu erwarten, die Membranen, die Nadeln, das sah alles aus wie neu. Da ist jetzt nichts zu sehen. Viermal das Gleiche. Völlig unspannend. Jetzt gucken wir bloß nochmal, ob die Schieber richtig funktionieren. Gehen. Ja, das funktioniert alles einwandfrei, also hier gibt es nichts. Wenn die dann eingebaut sind, wenn das wieder losgeht, dann machen wir eine Vergaser-Synchronisation. Also an dem tollen Vergaser ist echt nichts dran. Der funktioniert einmal frei. Im Gegensatz zu meinem C4-Vergaser, der ist ausgeleiert. Mensch, fast vergessen. Hier unten haben wir noch die Leerlaufgemischschrauben. Eins. 2 1/4 waren die rausgedreht. Das werde ich auch so lassen. Ja, sieht auch gut aus. Bohrung ist durchgängig. So, bis zum Anschlag reindrehen und jetzt wieder rausdrehen. Eins, zwei, 2 1/4. Ich hatte ja schon mal berichtet, dass ich mir überlegt hatte, die Vergaseransaugstutzen, die Viere, neu zu machen. Dann habe ich mir überlegt, die sind ganz schön teuer. Holst du nur neue Dichtung, die O-Ringe hier dahinter. Letztendlich habe ich mich doch dafür entschieden, die neu zu machen. Ich habe sie neu bestellt. Hier sieht man, naja, das lässt sich noch ein bisschen drücken, aber die sind schon ganz schön harte. Ich meine, das sind, was haben wir jetzt, 26 Jahre alt, kann man schon mal neu machen. Also habe ich mir die tatsächlich neu bestellt. Und da kam wieder ein Paket aus den Niederlanden. Vier Ansaugstutzen, das sind noch alles vier verschiedene. Acht O-Ringe dazu und diese komischen Zwischen Dinger. Ja. Ja, das zusammen hat knapp 280 Euro gekostet. Naja, egal. Ich mach das, da ist das neu. Und da werden die Vergaser dann auch vernünftig reinflutschen. Ja, die sind
Die sind weich. Ja, ich mache sie neu. Ja, und das mache ich jetzt noch dreimal. Und dann werden die neuen einfach wieder dran geschraubt und fertig. Mal ein bisschen sauber machen. Ja, wenn die so nebeneinander liegen, das ist der alte. Ja, das ist schon harte. Es bewegt sich noch, aber das ist schon geschmeidiger. Aber trotzdem, hier sind keine Risse dran. Nicht. Also falls jemand, der die Videos sieht, die alten Ansaugstutzen haben will, müssen wir mal sehen, dass wir ins Geschäft kommen. Mit den alten Ohrringen und diesen komischen Platten dazwischen. Na, hier am vierten Stutzen. Die Schraube ist ganz schön gammelig. Mal gucken, wie da die Dichtung drin aussieht. Ob da vielleicht was durchgelaufen ist. Na, wir schauen mal. Auch die untere sieht auch nicht viel besser aus. Naja, normal. Hier oben sind die Schrauben drin für die Unterdruckanschlüsse für den Synchrontester. Das sind die Schrauben aus den alten Stützen. An dem zweiten ist der Unterdruckschlauch dran, der dann an den Benzinhahn geht. Wie gesagt, die sind alle unterschiedlich, die Stützen. Und die sind aber auch nummeriert. Die Isolatorplatten sind auch unterschiedlich. Da gibt es zwei verschiedene. Zwei haben zwei Nasen hier, das ist für Zylinder 1 und 2 und diese eine Nase ist für Zylinder 3 und 4. Ja, jetzt werden die Ohrringe leicht geölt, in die Isolatorplatte innen eingesetzt und in den Stutzen innen eingesetzt und dann schraube ich die wieder drauf. So, schön neu, die Stutzen sind alle dran. Ja, das Festschrauben, das war ein bisschen fummelig und ich kann die Kamera auch nicht so richtig hinstellen hier, aber letztendlich ist das, naja, nicht unbedingt sehr sehenswert, hier zu zeigen, wie man hier alles gleich anschraubt. Was wir jetzt noch machen müssen, ist den Gepäckträger abbauen, denn hier oben in der Verkleidung sind ja die Nasen kaputt, die muss ich unbedingt reparieren und ich kriege diese Verkleidung nicht ab, wenn ich nicht den Gepäckträger abbaue. Und das Problem ist, ich kann den Gepäckträger auch nie einfach so abbauen, dass man jetzt sagt, ja, ich löse hier unten die Schraube, die und die, und dann ziehe ich den einfach nach hinten weg. Das wäre alles zu einfach. Ich muss den wirklich komplett zerlegen. Der ist auch so verspannt eingebaut, also in sich verspannt. Ich habe das nie richtig gerade oder spannungsfrei hingekriegt. Ja. Blinker abklemmen, dann ja, Nummernschild auch ab, hier geht die Strebe unten durch. Also das ist wirklich wieder komplett Zerlegung, nur um die Verkleidung abzubauen. Naja, aber es gibt Schlimmeres, zum Beispiel moderne Sportler oder irgendwas, die sind ja so verbaut, dass man immer die Zündkerzen wechseln kann, um ohne das Motorrad halb auseinanderzubauen. Von daher gibt es Schlimmeres als den Gepäckträger abzubauen, auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Aber ich denke, das mache ich heute nicht mehr. Das werde ich wohl beim nächsten Mal machen.